Hi, doch noch am Donnerstag. Ich werde keine Mail vorlesen heute, ausnahmsweise. Ich habe aber trotzdem so einen Hintergedanke aus einer Mail. Nämlich, einige Leute schrieben so, könnten wir nicht irgendwas hören von miteinander reden, Kommunikation, da muss doch immer dieses vertrauensvolle Gespräch und so weiter. Ja. Das ist schwer für viele, mit dem Partner zu reden, über alles Mögliche, über Gefühle und. Aber insbesondere dann ja über Sex zu reden, oder? Ja. Sagst du spontan ja? Ich sag nur, ja. Das ist ja unser Dauerproblem, wenn man das Leute einfach nicht reden. Und oft fragen die Leute, was könnte ich da machen? Und da habe ich mir was überlegt. Wenn man das ein bisschen spielerischer sieht, mit ein bisschen Humor, da gibt es ja andere Leute, die sich Gedanken machen und solche Karten entwickeln. Die heißen nicht umsonst offenherzig. und das ist so das kleine Schnelldating, die Schnelldating-Variante. Hier ist so eine normale, wir sprechen, aber hier ist dann der Sextalk. Ja. Ja, und ich dachte, Felix, was steht denn so auf diese Karten drauf? Keine Ahnung, das interessiert mich jetzt auch. Nein, also vorher muss ich sagen, wir machen das ja so. Zu Hause stellt man am Samstagabend vielleicht mal einen Wein hin und man verabredet sich zu diesem Spiel oder zu so einem Gespräch und dann sitzt man da und dann zieht man die Karten. Also so wühlen auf dem Tisch erstmal. So. Und dann zieht man. Aber das ist jetzt nicht so eine Art Strip-Poker oder so. Nein, überhaupt nicht. Das wirst du gleich wissen. Psst. So, ich nehme nämlich jetzt Felix, dann kann er antworten oder auch nicht. Ja, also diese Karte. Du hast bestimmt schon mal ein Kompliment über eine deiner sexuellen Leistungen bekommen, Felix. Auf welches Kompliment bist du besonders stolz? Ach du Scheiße. Zum Beispiel? Äußere ich mich nicht. Ihr merkt schon, dass man könnte ja, wenn man da zu zweit denn sitzt, tatsächlich mal drüber nachdenken. Und vielleicht ist jemand mutig und sagt was. Und man lernt, man könnte seinen Partner besser kennenlernen. Und einige von diesen Karten enden ja dann nicht bei der Frage, sondern das Gespräch entwickelt sich. Aber lies mal noch eine vor. Ja, genau. Bist du aufgeklärt worden? Von wem? Und was hast du von ihr oder ihm gelernt? Das sind so Fragen für Jugendliche. Schaust du dir ab und zu einen Sexfilm oder Porno im Internet an? Wenn ja, erzähle den anderen, wieso du das machst. Was glaubst du, wie oft pro Woche befriedigen deine Mitspielerinnen, deine Mitspieler sich selbst? Was ist der G-Punkt? Weißt du, wo sich dieser befindet? Nein. Man muss auch mal Nein sagen dürfen. Ja, eben. Das ist natürlich ja. Hast du dich jemals auf Geschlechtskrankheiten testen lassen? Das ist eher eine Jugendfrage. Kann ich aber, die darf ich beantworten. Okay, ja, habe ich mal. Du, Hab ja keine. Nee, wir hatten ja neulich sogar gerade kurz drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, aus deiner Rock'n'Roll-Zeit. Wir verraten jetzt dein Alter. Erst um einiges älter als um einige, die hier zuschauen. Und da gab es eine Zeit, wo es AIDS nicht gab. Genau. Und da hat man einfach, ohne Kondom und alles. Das war das Paradies, wenn ich das sage. Ja, das sagtest du. Also, ich meine, ich kann jetzt stundenlang vorlesen, aber ich schlage vor, einfach mal so ein Spiel sich zu besorgen oder ein anderes Spiel, wenn es im sexuellen Bereich darum geht, sich aufzulockern und mal den Partner kennenzulernen. Und ja, das ist ganz spannend. Probier's aus. Bis zum nächsten Mal.